Mats Hummels, wie begründen Sie diese Niederlage? Ich glaube, es ist ziemlich einfach heute. Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner. Und wir haben ein paar Dinge angesprochen, leichte Ballverluste und Absicherung, die wir heute leider wieder nicht umgesetzt haben. Und dadurch sah die erste Halbzeit dann eben so aus, wie sie aussah. Und Mexiko hatte, denke ich, das Spiel dadurch auch verdient gewonnen, weil wir, weil wir es ihnen viel zu leicht gemacht haben, in dem Wissen, dass wir genau eigentlich das nicht hätten zulassen dürfen. Würden Sie auch mir recht geben, wenn ich sage, das Gleichgewicht zwischen offensiver Wucht und defensiver Stabilität hat nicht gepasst? Na gut. Wenn 7 oder 8 Mann offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität. Fühlten Sie sich manchmal alleine gelassen hinten? Ja, das ist das, was ich oft anspreche intern. Fruchtet anscheinend noch nicht so ganz. Unsere Absicherung steht nicht gut, muss man sagen. Wir sind oft nur Jerome und ich hinten. Und so haben sie uns eben heute gnadenlos ausgekontert. Wie war dein Weckruf zur rechten Zeit? Ein Weckruf zu spät. Also, wir müssen jetzt 2 Spiele gewinnen. Sonst war es das mit der WM. Wir hatten gegen Saudi-Arabien eigentlich den Weckruf. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir es heute so gespielt haben. Obwohl wir vor 7 Tagen erst, vor 9 Tagen, ist mir auch wurscht, schon einen Schuss vom Bug bekommen haben. Haben Sie Sorge? Wenn wir wieder so spielen, ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir besser spielen. Dankeschön. Schön.